Und ja, da sind wir wieder. Leute, was war denn mit meiner Stimme gerade los? Verdammt. Ah, fail. Egal. Egal. Hacken. Wird das ab? What the fuck? Egal. Weiter geht's. Scheiße Ahnung, was da los war. Bla 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 bla. Wo müssen wir jetzt lang? Genau. Wir müssen zum Teleporter und dann ab nach Festersohn. In der Festersohn angekommen, werde ich mir dann erstmal was gönnen. Und zwar muss ich jetzt den Speed runterstauben. 100 ist gut, genau. Also, willkommen im Minispielhaus. Jetzt denken sich manche, WTF, Regi, Minispiel. Hast du gesoffen oder so, Regi? Nein, ganz einfach. Wir müssen dieses kleine Minispiel aus einem simplen Grund machen. Und zwar gibt es, wie soll ich sagen, es gibt einen Preis, der questrelevant ist. Und da ich jeden Quest erledigen muss und wir hier ganz gut abgeschnitten haben. Eine Starfberry? Alter, geh mal weg, die wollte ich nicht. Ah, jetzt war ich zu gut, verdammt. Ja, nochmal. Also nochmal. Nochmal rein. Jetzt muss ich ein bisschen langsamer sein. Und vielleicht ein bisschen mehr Crash einbauen. So. Special Effects 1. 2. Dann runter. Runter. Ah, Crash. Jetzt müsste ich ihn bekommen. Ja, jetzt müsste ich ihn bekommen. 6 und... Moment. Ja, eine Lumberry, eine Prunusbeere. Ja, was tut man nicht alles für eine Prunusbeere, Leute? Jetzt können wir den Speed auch wieder hochschrauben. Immer so quietschige Geräusche. Nein, das war es nicht alles in der Festersohn. Hier sind ja diese zwei Leute, die uns vorher noch nicht durchgelassen haben. Aber Wally klärt es jetzt mit ein paar Fäusten. Boxt die zwei Typen ins Wasser, habt ihr ja gesehen. Und es geht weiter. Ich sage euch einfach mal auf der Karte, wo wir lang müssen. Und zwar gibt es eine Stadt, die heißt Aquatown. Und wer versteckt sich da? Team Magma, ja. Ihr habt richtig geraten. Kann nur Team Magma sein, die sich da verstecken. Vor Rigi Bang. Dem Banger. Und was ist das? Das ist der... Oh. Das erkenne ich direkt an der Musik. Das war der Himmelturm. Dort müssen wir... Ey, was ist mit meiner Stimme los? Dort müssen wir aber erst später hin. Bis dahin werden wir erstmal weiter trainieren, Trainer bashen und Team Aqua in Arsch treten. Aber so richtig kräftig. Thunderbolt. Sing. Elektroschocker. Vaporeon. Bring. Einen zweiten Donnerblitz hält sie leider nicht aus. Du Vaporeon. Fuck. Leider kein Level Up. Und was setzt der Schwimmer hier ein mit seinem geilen Körper? Ein Tentoxer, ja. Barrier. Barriere erhöht, verdoppelt seine Verteidigung. Schade, dass sie alle Tränken einsetzen. Das versaut so ziemlich alles hier. Hydropumpe mit ganz gutem Schaden, aber... Ach, niemand ist uns gewachsen. Niemand. Denn wir sind jetzt in... Oh, verdammt. Jetzt habt ihr nicht auf die Musik achten können. Hier. Hört einfach die Musik. Kommt euch die Musik nicht bekannt vor? Ja, ihr habt recht. Es ist von... Lavandia die Musik. Es ist Silvertown. The Quiet and Scary Town. Silvertown ist eine wirklich sehr gute Idee. Ihr werdet sehen warum. Ich mag die Idee einfach, weil die ist richtig geil. Weil es gibt hier wieder einen Turm. Ja. Pirate Tower, der Pyroturm. Der wurde hierhin verlegt. Finde ich persönlich richtig geil. Dass man jetzt aus diesem Pyroturm wieder einen ja, so einen Lavandia-mäßigen Turm gemacht hat. Weg da. Also erstmal heilen wir uns auf. Auch wenn wir so gut wie wenig gekämpft haben. Und begeben uns dann hier rein. Stream nach vorne. Also. Was? Ah, ich habe vergessen zu sprayen. Alles klar. Im ersten Stock gibt es keine Trainer. Aber im zweiten Stock gibt es welche. Und guckt euch bitte diese Sprites an. Ich liebe diese Sprites. Der Turm sieht richtig gruselig aus, ja? Und, War das nicht hier einer aus den Top 4? Von
Ja, das war doch Flash. Der Sprite von Flash. Egal. Und da Mietian setzt Close Combat ein. Oh oh. Da Mietian. Ziemlich starkes Vieh. Ich spreche aus Erfahrung. In Black White ist das so ziemlich. Ja. Das stärkste Feuer-Pokémon. Ist stärker, meiner Meinung nach, als das fette Feuerstarter-Ding. Aber egal. Also Mark halt auf. Grumpy geht down. Stream erreicht ein Level und will Shadow Flame lernen. Shadow Flame, eine neue Attacke. Stärke 90, Trefferquote 100. Leider nur 5 AP. Aber gerechtfertigt. Denn dieser Move haut wirklich rein, Leute. Glaubt mir, der haut rein. Warum? Warum, fragt ihr? Ganz einfach. Denn dieser Move. Wie soll ich sagen? Hat Power. Der hat wirklich Power. Er hat eine. Also erstmal Stärke 90, habe ich ja schon erwähnt. Trefferquote 100. Also keine Nachteile. Richtig guter Move, schöne gute Stärke. Aber das war noch nicht alles. Denn dann kommt als nächstes erstmal der Effekt. Der Effekt ist, dass es eine 40%ige, denkt mal nach, 40%ige Chance hat, den Gegner zu verbrennen. Ja? 40%, das ist anormal. Und das war immer noch nicht alles. Nein! Dann hat die Attacke noch eine erhöhte Folterquote und ihr werdet gleich sehen, die Attacke wird reinhauen. Wie Schmitz Katze. Also erstmal Donnerblitz auf Elikoro. Ist ein sicherer One-Hit. Und jetzt Shadow Flame. Guckt einfach mal hin. Okay, ja, leider noch nichts passiert, aber ihr habt die Power gesehen. Die Power dieses Moves, ja, das ist keine Ahnung, Weltklasse, ja, Weltklasse. Genial. Also Luke und Willy besiegt. Finden einen Ultraball. Und ja, eigentlich könnte ich jetzt durchrushen. Eigentlich. Machen wir jetzt auch, glaube ich. Ja, machen wir jetzt auch. 6 Pokémon. Wohin mit dir? Geh mal weg. Ich habe schon Probleme mit 3. Und bei 6 werde ich auf jeden Fall speeden. Okay, ein. Okay, Miss Travis. Welches Abgesang einsetzt? Jetzt muss ich auf den Counter achten. Nicht, dass ich danach. Oh, jetzt soll ich am besten wechseln. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ah, ich hasse Shuckle. Ah, warum setze ich. Ich Idiot! Komm, Shine Gem. Playboy? Sword Dance, damit der nicht. Ja. Das ist alles Strategie, Leute. Die Banger-Strategie. So können wir sie nennen, ja. Banger-Strategie, genau. Ist ein schöner Name. Ripack, los. Und es geht down. Boah, diese Züchter sind schon ziemlich hartnäckig. Und, ach, ein Psycho. Ah, Psychopath. William. Prinz William. Was soll denn das? Muss das sein? Sie haben doch so oder so keine Chance gegen Stream. Also warum versuchen sie es immer noch? Wie ein Bekloppter. Ich verstehe das einfach nicht. Nein, will ich in meinen Kopf. Hier, Shadow Punch. Oh, geht das schnell und gelate. Das ist so der erste Härtetest, sag ich. Oh, Shadow Flame. Und das Ding hat Erzwinger. Sprich, wir haben keine Shadow Flame AP mehr. La 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 la, ist das scheiße. Mein Gott. Los. Also Max Repel. Episch. Und. Ach. Leute, ich habe mit der Fahrschule angefangen. Fahrschule ist richtig geil, glaubt mir. Ist richtig lustig da. Man lernt neue Leute kennen und. Naja. Okay, muss nicht immer positiv sein, aber trotzdem. Ich finde es ganz nett. Ich finde es. Zwar unnötig, dass es 14 Stunden sind, aber es ist wirklich nett da, ja. Man lernt neue Leute kennen. Man lernt lustige, aber dumme Leute kennen, ja. Dumme, aber lustige Leute, so rum. Aber macht halt auch Spaß da eigentlich. Wenn es nicht so viele Stunden wären. Ich glaube, 14 Pflichtstunden oder 12, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und ja, ein Großteil davon sehr unnötig. Ich meine Technik, ja? Technik.
Die Technik, nein. Nein, der SpongeBob in mir will raus. Moment. Also, wo war ich stehen geblieben? Genau, die Technik. Technik in meinem Auto. Ist doch wohl mega einfach. Und warum haben so viele Frauen damit Probleme? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe allgemein nicht, warum viele Frauen Probleme mit dem Autofahren haben. Naja. Egal. Doppelkampf. Ich will den Doppelkampf. Ich nehme gerne den Doppelkampf an. Oh, Jellicent und Wobbuffet. Also, Jellicent ist ein Gen 5 Pokémon von Typ Geist, Wasser. Erstmalig diese Typenkombination. Und das Ding ist eigentlich ziemlich stark, ja. Wenn ich sage ziemlich stark, dann ziemlich stark. Weil es hat einfach wirklich viel drauf. Zudem, wie soll ich sagen, einfach ein Monster in Sachen Wallen. Also sprich, Sachen abfangen. Das Ding kann Genesung, also es hat erstmal richtig gute Werte für seine Verhältnisse. Dann hat es Genesung und dann noch so nervige Attacken wie, wie hieß diese? Verbrennende Feuerattacke. Wasserattacke. Boiling Water, aber ach egal. Und das haut richtig rein. Sehensens. Versteckt Wasserattacken. Geben wir natürlich unserem Starter. Lachsrauch. Geben wir Shiny Gem. Und das war's, glaube ich, hier. Ja. Haben eine TM gefunden. TM30, guck mal. Aber ob die uns was bringt? Fragezeichen. Ich glaube nicht. Wir machen deshalb weiter auf der letzten Route vor Aquatown. Werden uns fit spritzen mit einer Bullikan, wie sonst immer. Ah, this place isn't a good place for you. Alright, Diana. Lady Di. Shadow Flame. Ah, ist das langweilig. Ah, Gloom. Ich meine, wer will sehen, wie ich so ein hässliches Duflo abschlachte? Ja, abschlachte. Klatsch ins Gesicht. Und ein Swablu, oh Gott. Ups. Da hat dieses Swablu mich aber jetzt dumm dastehen lassen. In der Tat. Und ich habe den Ingame-Sound höher gestellt seit dem letzten Part. Habe ich gar nicht erwähnt. Ist wahrscheinlich aber ein paar Leuten aufgefallen. Naja. Da krieg ich so einen Hals, wenn die Level 56 Zickzacks haben, ja? Nein. Soll es echt nicht sein? Nein, Honchkrow. Ich liebe Honchkrow. Er sieht gut aus, hat einen geilen Typen, ist stark, was will man mehr? Hat leider noch nie die Gelegenheit dazu gehabt, es in einem Let's Play zu benutzen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. So, Wasserroute, oder? Hier noch ein paar Wassertrainer, ja, in der Tat. In der Tat. Ja, my fishing line. It's snelled up. Deine Angelroute ist sozusagen kaputt. Und wie viele Pokémon hat der Typ? Habe ich jetzt leider nicht drauf geachtet. Aber wenn es 6 sind, dann... Nein, 3. Ein Weilord. Das gute alte Weilord. Fett wie Dirk Bach. Aber dafür... sehr schwach. Wirklich sehr schwach. Und ist mein... Hab ich gerade richtig gesehen? Ist Scream wirklich auf 9? Oh mein Gott. Scream ist auf Level 59. Was ist da los? Das gibt's doch nicht. Pelipper, Headbutt? Nochmal Headbutt? Ja. Und Huntail. Verdammt, das Ding hat uns böse erwischt. Aber wir haben trotzdem gute Karten. Das ist nochmal close combat. Oh, ich Idiot. Wir haben uns selbst besiegt. Ah, verdammt, das waren so schöne EP, die uns dabei flöten gegangen sind. Und in Aquatown gibt es, soweit ich weiß, keine Pokémon Center. Na, das ist blöd. Das war sehr blöd von mir. Aber man kann nicht alles im Leben haben. Zudem muss ich meinem Pokémon... Da, verdammt. Habe ich vollkommen vergessen. Wir brauchen ein Pokémon mit Taucher. Und diese Aufgabe wird dann
unser das da erledigen. Nicht das da. Unser Playboy, genau. Shiny Gem wird dann nach vorne kommen. Und wir sind in Aquatown. In Aquatown sind alle Geschäfte zu. Fürs erste erstmal. Bis wir. Ah, verdammt. Den Quest hier erledigt haben. Moment, ohne Moment, Moment. Da. Hier müsst ihr dann runtertauchen. Dem Pfad entlang folgen. Den Wasserpfad, den Taucherpfad. Whatever. Und hier rein. Sorry. Mein Hals. Und hier angekommen ist wie in der normalen Spargel-Edition. Wilde Aquatrainer, die denken, sie haben was drauf. Obwohl sie so gut wie nichts drauf haben. Ich nehme zurück. Wir sind diejenigen, die nichts drauf haben, weil wir immer wieder gehackt werden. Sowas ist sehr demotivierend. Wirklich sehr demotivierend. Weg da! Hier, ich will noch gegen den Trainer hier kämpfen. Mein J. An Hardcore. Ah, ich liebe Hardcore. Der perfekte Garados-Counter. Ah, Gott. Stärke los. Das sind immer diese simplen Rätsel, mit denen manche Leute immer noch nicht klarkommen. Moment. Ich glaube, wir mussten da lang. Hier jetzt Taucher einsetzen. Warum pocht das Wasser? Warum pocht das Wasser? Ich verstehe das nicht. Das sind auf jeden Fall schöne Grafiken. Und Sky ist hier. Ah, zu viele Magma-Mitglieder. Ich habe keine Pokémon mehr. Los, Regi. An die Arbeit. Oh, oh. Shelly und Matt. Kommen mir bekannt vor. Ich glaube, das sind die... Ja. Das sind die Vorstandsmitglieder von Team. Wie sind die auch gleich? Team... Genau, Aqua. Kleiner Hänger, sorry. Meanlock. Look, sorry. Shit. Zweimal Golbert auf Level 60. Sorry. Einmal Golbert Level 60. Oh, zwei Level-Ups. Genial. Wäre ich doch nur drin geblieben. Egal, wir werden jetzt Dive auf Golbert einsetzen und Thunderbolt auf Crawdaunt. Crawdaunt, also Kebutak, hat eine schwache Verteidigungswert, ja. Und ist deswegen so schnell wie möglich down. Dann setzen wir Dive bei Golbert ein. Was leider schwach ist. In der Tat, sehr schwach. Ein Donnerblitz auf dieses Tohaido sollte alles erledigen. Ja, gut, nice. Dann noch Surf auf Golbert und bye bye Golbert. Ach, zu einfach. Die Leute machen das hier zu einfach. Dann ein Austausch. Austausch ist ein einfaches Opfer. Doxer, ja, wir haben den Kampf gewonnen. War ziemlich einfach, muss ich sagen. Obwohl ich Angst vor Doppelkämpfer habe. Meine Teams sind meistens nicht auf Doppelkämpfer eingerichtet und 18 Minuten 40. Genial. Das schaffen wir noch. Hahaha, das schlafende Kyogre wurde aufgeweckt. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Du bist zu spät. Und jetzt werde ich dich verschwinden lassen. Einfach so. Oder doch? So? Unnötig, ich weiß. Die machen immer wieder denselben Fehler. Diese Golbats bzw. X-Bats greifen mich mit einem physischen Move an, paralysieren sich selbst und sind dann down. Und oh, Huntail. Der Typ hat echt vier Pokémon. Wir kämpfen zum ersten Mal gegen ihn und er hat einen Huntail. Auch wenn es jetzt einfach aussieht, aber eigentlich ein ganz gutes, interessantes Team, wie ich sagen muss. Also feststellen muss. Nochmal Donnerblitz. Nice, geschafft. Und wie es den Anschein hat, haben wir diesen Kampf in genau bei vier Pokémon in genau vier Zügen beendet.
Ist das dein Ernst? Ja. Wir haben die vier Pokémon in vier Zügen besiegt. Obwohl wir unter ihnen waren. Vom Level her. Ja, was soll ich davon halten? Hätte mich natürlich gefreut, wenn die Leute ein bisschen vielfältige Teams hätten. Nicht, dass ich jetzt zum Beispiel hier mit... Oh, ich halte die Kappe. Moment. Ich halte die Kappe. Oder doch nicht. Ah, die reden ja noch. Egal. Schaut euch einfach an, was jetzt passiert. Die super antiken Pokémon kämpfen gegeneinander. Und ich liebe diese Cutscene hier. Ah. Buff. Buff. Ah, ich liebe die Cutscene. Und wir gegeneinander kämpfen, ja? Die treffen sich nicht mal, aber... Egal. Also, wie erwähnt... Eigentlich war es das hier. Eigentlich. Denn wir müssen jetzt zu Steven. Und Steven erzählt uns was von... Es gibt noch ein drittes Pokémon namens Rayquaza. Nee, hätte ich nicht gedacht. Erinnert mich wirklich sehr an die Story. In der Höhle des Ursprungs? Nee. Ein Pyroberg? Nee. Himmelturm? Klingt gut. Und Don't Remember. Haha. Im Himmelturm natürlich. Wo wir schon mal waren. Wir werden jetzt zum Himmelsturm gehen. Pokémon Center sind auch wieder auf, wie ihr sehen könnt. So, aufheilen. Und, Moment, wenn ich den Cheat noch anhabe, könnt ihr hier sehen. Ja, habe ich. Hier gibt es Meisterwelle für 0 Poké-Dollar zu kaufen, die als Ultrawelle getarnt sind. Sehr cool. Das haben wir jetzt geschafft. Route AHA. Wir müssen aber auf Route, wie hieß die Route? AG, glaube ich, genau. Wir müssen nämlich auf die Route AG, denn auf der Route AG befindet sich immerhin die, ja, der Himmelsturm. Also, bewegt deinen fetten Arsch, Playboy 51, denn wir werden uns jetzt hier hinbegeben. Tack, ganz einfach. Skypilar. Und, oh Gott. Nicht das, denn, ja, ich versuche jetzt einfach mal was, um mir das jetzt zu vereinfachen. Ich stehe den Speed auf 50% und jetzt müssen wir nicht Fahrrad fahren und, ey, das bringt sogar was. Ey, Leute, das bringt was. Geil. Hier kann ich dann wieder speeden. Und, oh, wie geil. So geht das ja viel einfacher. Ich bin und bleib ein Cheater. Ah, verdammt. Expert. Ich finde das voll geil. Und guckt euch mal den Sound an, wie geil. Dun, 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 dun. Ah, fuck. Nein, fast geschafft. Na, oh, egal. So ist es auf jeden Fall ziemlich viel einfacher. Also, falls ihr mal Probleme haben solltet, immer den Speed rumschauen. Es wirkt wahre Wunder. Jetzt können wir wieder auf normalen Speed machen. Speed, Z-Speed, Double Speed. Okay, haben wir geschafft. Ah, ein Stockwerk haben wir noch vor uns. Und wir sind da. Hä, wo ist mein Rayquaza? Aber hier ist dieser mysteriöse Mann. Wie ich es gefühlt habe, du bist hier. Und... bla 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 bla, okay. Also... Rayquaza öffnet eine Treppe zu sich. Und geil. Das habe ich mal in dem Screenshot gesehen, deswegen bin ich jetzt nicht so übertrieben überrascht. Aber es ist der Stratos-Ausblick. Und ja, er hat den Sprite aus Mystery Dungeon. Finde ich richtig geil. Kann ich wieder zurück? Ja, kann ich. Oh, schade, wartet nicht auf uns. Ah, schade. Aber diese Idee alleine, Sprites aus Mystery Dungeon zu nehmen, das finde ich schon mal richtig geil. Also, wie gesagt... Sky Hippodon, geiler Hack. Wirklich geiler Hack. Really nice Hack. Und wir werden jetzt hier erstmal das Video beenden. Bis zum nächsten Mal. Und im nächsten Video heißt es Questen. Stichwort Questen. Bis dann. Euer Rigi.